Orbex und so weiter begrüßt. Wir fahren heute zu einer alten Lederfabrik. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr wieder mit dabei sein. Heute ist damit mit dabei Hasi die Maschine, Keci der Feuchtfröhliche. Heute ist noch jemand Neues an Bord, der Kaspiel. Und hier der altbekannte Bürgermeister, der Drecksack. Hey meine Lieben, wir sind drin. Oh, na, wieder erwischt. Hey meine Lieben, wir sind jetzt drin in der alten Lederfabrik. Und ja, gucken wir uns das jetzt mal an hier. Machst du wieder Fotos, Hasi? Oh, ich will auf alle Fälle in den Keller. Kaspi, kannst du mal rechts meine Taschenlampe rausholen? Wir fangen gleich unten an. Auf der rechten Seite an der Seite hier. Steckt die drinnen. Hängt hier. Hier kannst du dich waschen, Hasi. Guck mal, wie krass, Alter, hier die Fenster zugewachsen. Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, Leute. Ich habe ein Telefon, aber nie mehr. Ja, die Mädchen. Vor allem, dass die auch immer die Klos scheißen. Das Thema, die Klos scheißen, verstehe ich ohne. Aber geiles Teil, oder? Ja. Hier geht's überall weiter. Klar. Hier. Hier geht's noch relativ weit. Die Reihe hier, so zivilrechtliche Sachen, mussten sie ja früher. Ja, der Kessel drin hier. Guck mal. Was soll das machen? Ja, mussten die hier den Zivilschutz mussten die alles machen. Ne? Oh, du schön. Schöne Schütze hier. Du bist geil, oder? Ich sag mal, ich muss mir wieder 100 Verbrechen nicht schon gesehen. Das ist immer wieder geil. Das ist immer wieder geil, Leute, oder? Ja, sind die Toiletten wieder für dich? Was hast du die eigentlich gefunden? Back Maps? Ich hab dir das schon mal gesagt, Martin. Ich suche meine Locations per Google Maps. Hab ich dir auch keine Zeit? In 100 Schüttel? Ach. Boah, was ist denn hier? Geht's ja noch weiter runter. Na klar. Hier waren Tanks bestimmt. Hier war Kühlung für irgendwas. Was sind die Kühlung? Sieht eher aus wie die Heizung, oder? Diese Heizung ist hier. Ach so, ein Becken. Pufferspeicher. Da müsste der Gang zu gehen hier. Na, hier geht die Leitung rüber. Das nächste Gebäude, oder? Es soll hier durch mehrere Kilometer unter Dresden
soll hier eine Versorgungsleitung lang gehen. Habe ich ja gehört. Ja, jetzt, meine Arbeitskollege. Die muss sich hier im Keller irgendwo befinden und die geht mehrere Kilometer nach Dresden rein zu uns. Mein Arbeitskollege hat mir erzählt, er bringt mir den nächsten wahrscheinlich was mit dazu, denn der Kumpel war im Restaurant irgendwie mit dem Training drin. Aber geiler Duschtrakt, hä? Genau, das war so. Der Duschtrakt ist krass, guck mal. Das habe ich so noch nie gesehen. Guck mal, da kannst du hier, da hast du so den ersten Bereich irgendwie, oder ist das vorher zum Abschwimmen? Oh, das. Ich komm gerade rein! Du musst deine Seite freigeben. Ich komm da rein! Ja, das ist der nasse, das ist der Trockenbereich. Ist ja schick gemacht. Seifenablage hier, also. Das ist ja richtig kacke. Hör mal, hier sind die Worte. Hier. So, meine Lieben. Und hier ist diese, dieser Heizkanal. Der geht mehrere Kilometer. Lass mich rein jetzt hier. Lass mich rein jetzt hier. Das ist auch Fernwärme, die dicken Rohre. Und dieser Versorgungsgang hier soll mehrere Kilometer bis Dresden reinzugehen. Das gucken wir uns doch gleich mal an. Ja, hier geht's hier rein, Leute. Hier hinten ist, ich glaube, zugemauert. Macht schon Sinn, aber das müssen wir mal Hammer ab der Meißel mitnehmen. Da können wir da wirklich mal rein. Geht hier noch Licht an? Ist hier ein Lichtschalter? Nee. Aber ich könnte mir sogar vorstellen, so wie die Leitungen aussehen, dass hier vielleicht von dem einen oder anderen Gewerbegebäude hier drumherum noch Strom oder irgendwas hier lang geht. Deswegen werden die das auch zugemacht haben. Na, ja, klar. So, das filmt übrigens noch, ne? Was findest du? Jetzt ist besser. Alter, ich will erst mal so rausgucken. Hättest du deinen Rucksack abgenommen? Ja. Das ist richtig hoch. Und zugemauert. Komm mal, Alter. Ja, Alter. Ey. Das ist keiner weiter. Das ist Bier, was hast du hier gemacht? Keine Ahnung, was war das? Ich wollte es mir nur darauf eingegangen, ich habe überhaupt nur, dass es keine Rotze ist. Das war mit dem Flüssig, ne? Na dann. Sehr geil. Ich liebe Fabriken. Ja. Ihr wisst, ich liebe Fabriken. Guck mal, hier im Aquarium haben die Chefs gesessen. Das werden identische Räume sein. Komm, gleich wir gehen weiter hoch. Hey! Das Gelände geht hier noch weiter, bis da drüber. Ein Riesengelände. Los, Kaschka, geh weiter hoch. Ich muss hier hoch. Oh, hier ist schon so ein Hammer geknallt, Alter. Was für Sie. Übelst geile Wand, Junge. Merkst, es wird noch ein paar Minuten dauern. Gut, ist gut. Das ist geil. Wir waren jetzt im Leuna gewesen. Leuna? Hm? Ich muss für den Kaffee. Ich gucke jetzt nicht, ich mach Video. Ihr merkt, Leute, meine Mitstreiter sind jetzt wieder völlig durch den Wind. Ja. Ja, guck, das ist Bild im Bild jetzt hier. Hier ist Hasi. Hasi. Ich hab Hasi gefunden. Boah, mega geil, oder? Wow. Sehr, sehr geil. Ich muss auf alle Fälle aufs Dach und die Drohne muss hier drüber fliegen. Oh, Leute. Es wird wild. Es wird wild, ihr seht, es wird wild. Es wird wieder wild. Alter, warum ist die Tür zu, hier? Ich bin auch bei Dietrich. Ich hab mich nicht
Geh mal ganz schön mit der Kamera. Oh, warum Meier. Ist die Tür Frau zu? Frau Meier. Frau Meier. Mit Y. Bitte. Es nimmt schon auf. Frau Meier. Frau Meier. Mit Bär. Ich muss jetzt auch Bär. Ich bin aufgeregt. Ja. Alter, übelst krasse Bude, oder? Diese Architektur ist übelst spooky, oder, Leute? Was sagt ihr? Hier oben waren ohne Industrielampen, hier oben haben sie ohne Zeug gelagert. Boah. Na? Mir ist schon wieder Holz, hier sieht der Fußboden noch erst schlecht aus. Ich muss auf alle Fälle mal hier hochgehen. Stufen hier gemacht, ey. Ey, wie geil ist das denn bitte? Leute, wie geil ist das denn bitte? Leute, ihr müsst hier hochkommen. Hier schläft hier die Fresse ein, Alter. Das glaubst du, ne? Der Ausblick ist der Hammer, das geht hier noch weiter. Guck dir mal diese alte Konstruktion an. Das ist alles noch genietet. Na? Da drin ist noch eine Waage, oder was ist denn dort in diesem Metallhäusel drin? Ey, das ist ja abnormal. Krass. Leute, guckt euch das mal an. Ey, wie geil ist das denn bitte, hä? Sehr geil gebaut, ja. So ein bisschen amerikanisch hoch angehaucht, ne? Ja, vor allen Dingen, die haben sich mal richtig Mühe gegeben. Alter, was ist denn hier passiert durch den Krieg? Na, das will ich auch mal wissen. Ja. Das ist richtig aufgeschossen. Das ist durch den Krieg aufgeschossen. Das ist durch den Krieg, hundertprozentig. Das ist aufgeschossen. Krass, oder? Ja. Das ist durch den Krieg passiert, hundertprozentig. Hat er jetzt gefunden? Naja, der zersplittert. Das ist durch den Krieg, hundertprozentig. Hatte ich mal mit dem Penis durchgehalten. Kurz rein. Kurz dran gehalten, da ist das Eisen weggerannt. Hör mal auf zu leuchten, bitte. Hast du es dann mit deinem 33 Zähne, oder was ist denn los denn hier? Komm, lauf jetzt, Martin. Mach mal Licht weg hier. Ah. Ich bin Fallmuschi. Da kannst du eine Fensterfront einbauen. Die Idee wäre was für dich. Doch, die hätte ich eine schöne Kürze. Eine Länge. Schöne Kopfhörer. Aber die schleppst du dir nie runter. Du kannst auch da immer hin. Schön, die Motor ist ausgebaut. Und hier mit Lücken mit Schalten. Junge, Junge, Junge. Das ist ein Foto. Übrigens mache ich einen Quietschrott, nehme ich nur so als Info. Ich
Hier, beim Fotoshooting. Markus, der Hessen. Das haben wir schon mal gemacht, beim Fotoshooting. Herr Penis beim Fotoshooting. Nein, nicht wurde Penis genannt. Dick steht jetzt. Nein. Der gehört schon der erste. Guck dich mal die Jordis an, Leute. Na dann, Kechi, ne? Wir gehen weiter. Wir lassen die Affen noch ein bisschen spielen. Macht vorsichtig, Jungs. Ach, meine Lieben, das ist wieder ein Video heute. Ja, machen wir schon. Ich würde sagen, wir gehen rüber und gehen jetzt rüber in die Hallen, ne? Ja. Ist eigentlich hier der Garten. Meine Lieben, magische Location. Magische Location. Ah, sie hat auch schon ganz feuchte Augen, weil die Location so geil ist. Es war ziemlich lost, aber trotzdem irgendwie magisch. Guck dich das mal an, wie verwachsen das hier ist. Da wollte ich gerade ein echt romantisches Video machen und jetzt zeigst du deine kleine Nudel hier. Ja, Gott, das boah, Junge! Junge! Was sagt ihr da hier? Es ist zwar lost, aber es sieht schon mal mega geil aus. Ja, kleine 360 Grad drin für euch. Ultra geile Location. Die Fenster dort haben sie schon mal erneuert und dann zugemauert. Siehst du das? Guck mal, Leute, könnt ihr mal gucken, seht ihr das? Die wurden schon mal erneuert und dann haben sie die wieder zugemauert. Zugemauert. Was ist das? Ja, Fotolocation ist das schon, ohne Ende hier. Guck mal, was das für eine geile Fotolocation ist. Wenn man in Dresden ist. Guckt euch das mal an, Leute, Alter, wie geil der Gang ist. Guckt euch das mal bitte an. Ist das eine Mega, hä? Ist das eine Mega? Lass das mal wirken auf euch. Gitschi, ich hab den Überblick wieder verloren. Na, das willst du auch. Hinten ist so eine geile Stahltür, oder? Ja, Mann, das sieht auch mega geil aus. Ich glaube, das sind die Gerbbecken gewesen. Ne? Hier haben die früher das Leder reingeholt. Dann haben die ja Säure und Gelumpe dazu gemacht. Und dann haben die das wie auch immer gegerbt. Na? Der hat auch was zu melden. Das ist eigentlich der gepflegte Hof. Wer spielt am Handy? Der gibt's auf die Fresse, aber wir hatten doch was spielen.
Läuft der Radio. Aber wie so ein Bunker, oder? Das ist wieder ein bisschen Bunker-Style hier. Das ist ja noch ein Viertel. Oh, ist die Gasleitung. Aber was sind denn hier für Stempel gewesen? Das sind Werkbänke. Das sind keine Werkbänke. Aber irgendwo, da haben sie irgendwas abgelegt auf alle Fälle. Vorstuhlschacht? Das ist eine Waage gewesen. Das war eine Waage. Ja. Schimmel. Das sind die Büroheime. Oh, ist ja geil, oder? Tapete ist ja gut. Guck mal hier. Vier Schlösser. Hä, hey, der wurde schon aufgesägt. Guck mal hier. Achso. Aber ich glaube, die sind ohne weitergekommen oder wollten ja nur an die Mechanik rein. Das ist ja ganz drin. Siehst du das? Ja, aber hier ist ja das kleine Fach plus das B. Hier unten ist das Klausel. Krass, oder? Dass sie das aufgesägt haben. Aber es geht eigentlich so stark. Ist der gar nicht mit dem Drängjäger? Aber mit dem Sand? Halbe Stunde. Ah, okay, der Sand, ja. Krass, oder? Ist wie viel Schlösser drin? So rein. Vorsichtig, geht hier Scherben drin. Ich dachte, das ist bloß die Wäsche. Mega, Leute.
Leute, das Ende der Tour. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir sitzen jetzt hier auf dem Dach. Ich mache mal einen kleinen Rundumblick. Das ist schon mega, oder? Hier seht ihr das Hauptgebäude. Von da sind wir reingekommen. Ist schon gigantisch, oder? Ja.